Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spiel Final Fantasy. Der Typ neben mir, der mich gerade die ganze Zeit so nett angrinst von der Seite, möchte mit uns mit der Hauptstory weitermachen. Sprechen wir ihn doch direkt mal an. Neulich bei meiner Nachtwache ist mir etwas Merkwürdiges aufgefallen, als ich zum Leuchtturm Braubarke hinübersah. In diesem Moment wurde das Licht des Leuchtturms plötzlich viel schwächer. Wenn das Licht zu schwach wird oder sogar ganz ausfällt, könnten die Schiffe vom Kurs abgekommen und kentern. Ich würde gerne nachsehen, aber ich kann den Ätheriten nicht unbewacht lassen. Kannst du rübergehen und bei der Leuchtturmwärterin Kenswys nachfragen, was da los ist? Kann ich, aber ich habe nicht gesagt, dass ich das mache. Nein, natürlich werden wir das machen, wenn ich denn rausgefunden habe, wo wir hin müssen. Ach so, da. Okay. Die Flüchtlinge. Ja, genau. Okay. Dann laufen wir da mal eben schnell hin und sehen uns gleich wieder. Du bist im Auftrag der Gelbjacken hier. In Ordnung, dann will ich dir mal erzählen, was Sache ist. Mir ist ein Fackelbomber aus der Brennkammer entwischt und ohne ihn ist das Feuer einfach nicht stark genug. Fang den Ausreißer, besiege ihn und nimm ihn einen seiner Finger ab. Damit kann ich das Feuer wieder anheizen. Wie du ihn finden sollst? Na ganz einfach, lass dich von ihm finden. Im Dodo-Nistgebiet stellst du bei der Vogelscheuche diese Feuerschale auf und entzündest sie. Damit wirst du den flüchtigen Bomber anlocken. Okay, wo ist das Gebiet? Entweder bin ich doof, blind oder beides. Ach so, da genau in der Mitte. Okay. Gut, jetzt muss ich hier schon wieder bei dem Bussards vorbei. Das ist nämlich ziemlich lästig, wenn man gar nicht mit denen kämpfen will. Die einen aber irgendwie dann einfach nur angreifen, weil die dumm sind. So, Dodo-Nestgebiet. Ah, da hinten. Kloakenmull, was ist das denn bitte für ein Name? Ich will jetzt nicht wissen, woran ich da jetzt denke bei dem Namen. So, einmal benutzen bitte. Hallo? Feuerschale. Hallo? Heute noch? Oder muss ich die noch... Achso, du musst die noch entzünden. So greift mich dieser dämliche Dodo jetzt an. Ist mein Ziel jetzt schon weg? So, warum zur Hölle haben mich jetzt drei von diesen Viechern angegriffen, obwohl ich nur dieses komische Dingsviech da gerade angegriffen hatte? Moment, ich muss jetzt wieder zurück zu dem Typen hier. Aber sowas geht mir dann auf den Sack. Ich meine, du bist ja schon darauf eingerichtet, dass dich was angreift, was dann auch in der Regel nicht so niedrig ist vom Level her. Und dann kommt so eine Scheiße wieder. Ah!
Ich brauch... Boah, willst du mich verarschen? Dein Ernst jetzt? Nein! Und dann noch dieses saudämliche, fatale Ereignis. Das kotzt mich so dermaßen an bei Final Fantasy. Bleib bloß da hinten, du Mistviech. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Ich will meine Quests in Ruhe abgeben können. Ich brauche nur einen Finger des Bombers. Der feurige Junge selbst richtet mir zu viel Schaden ab. Ernsthaft? Wir haben jetzt einen Finger da reingetan. Okay. Sehr gut. Der Finger kommt in die Brennkammer. Dann hat das Leuchtfeuer vorerst wieder genug Kraft. Allerdings gibt es noch ein Problem. Während du weg warst, habe ich die Brennkammer untersucht und dabei ein Leck entdeckt, durch das der Bomber wahrscheinlich entwischt war. Kannst du bitte Fra Elöf an der Tölpeturm-Siedlung Bescheid sagen, dass er die nötigen Stellen informieren und einen Reparateur bestellen soll? Danke. Ja, das ist der. Das habe ich mir schon gedacht. Dann laufe ich da jetzt irgendwie hin, in der Hoffnung, dass ich da nicht an dem Viech vorbei muss. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, ich musste natürlich an ihm vorbei, aber er hat mir nichts getan, weil er irgendwie von drei anderen schon angegriffen worden ist. Was jetzt in dem Fall wirklich gut war. Ah, ein ausgebüxter Bomber war die Ursache. Ich werde die zuständigen Stellen darüber informieren. Aber kannst du bitte die Reparatur der Brennkammer in Auftrag geben? Das muss schnell geschehen. Natürlich werde ich jetzt wieder von A nach B, von B nach C und wieder zurück nach D und A wahrscheinlich geführt. Nicht, dass uns doch noch ein Schiff auf die Riffe läuft. Gehe bitte zur Plattnergilde in Limsa-Luminsa und beauftrage die Gildenmeisterin Nansa mit der Reparatur. Ja, kein Thema. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aber da gehen wir trotzdem eben hin. Wir sehen uns gleich drüben. So, ich klappe links rum. Ja. Die Brennkammer im Leuchtturm Braubacke ist beschädigt. Schon wieder. Die wurde erst vor kurzem rundum überholt. Der Bomber muss eine übermäßige Brennkraft entwickelt haben. Die Ursache dafür ist mir ein Rätsel. Aber ich werde sofort jemanden zum Leuchtturm schicken, der sich um die Reparatur kümmert. Vielen Dank für den Auftrag. Kein Thema, kommt ja nicht von mir. Auch schon wieder so ekelhaft aussehende Sandalen. Aber die verbessern wenigstens ein bisschen mehr. Und wir sind auch auf Stufe 13 hochgegangen. Ja, es hat ja lange genug gedauert, aber was lange währt, wird endlich gut. Dann würde ich sagen, dass wir nochmal mit ihr sprechen können. Moment. Hey du, hast du Lust für Naldik und Vimeli beim Bau eines großen Schiffes mitzuhelfen? Dann geh zu den Morabi Trockendocks. Melde dich dort beim ersten Schiffsbauer Adbürm und gib ihnen diese Schreiben von mir. Die Metallteile für das Schiff schmieden wir natürlich hier in der Werkstatt, aber der Zusammenbau erfolgt in den Morbay Trockendocks. Die liegen im Süden des unteren La Noskea. Dort befindet sich ein Ätherit und die Zentrale von Naldik und Vimeli, weshalb die Docks dort ein wichtiger Stützpunkt für Limsa-Luminsa sind. Es kann nicht schaden, wenn du dich da mal umsiehst. Falls du dir unsicher bist, wie du dort am besten hinkommst, dann nimm doch vom Erdgeschoss des Gaffelschoners, was ist denn ein Gaffelschoner, aus ein Linien-Chocobo. Ein Linien-Chocobo? Bitte was? Wenn du den Weg auf Schusters Rappen zurücklegen möchtest, dann geh vom Sturmtor aus Richtung Süden und ich wäre dir dankbar, wenn du dich beeilen könntest. Ich habe jetzt nur die Hälfte verstanden. Wo sind wir denn jetzt? Ach so, da sind wir. Wir müssen dann quasi von hier aus darüber durch das untere. Oh, ist auf jeden Fall kein kleiner Weg. Und da bin ich auch garantiert noch nicht gewesen. Nicht harmonisiert, nee.
Okay, ja, da das doch ein längerer Weg ist, würde ich sagen, ich schalte nicht, sondern ich mache hier erstmal einen kleinen Cut und schalte euch dann gleich wieder hinzu, wenn ich dort angekommen bin. Bis gleich. So, jetzt ist die Frage, wo unsere. Ach, da hinten. Nein, stürzen Sie sich nicht herunter, egal worum es geht, das ist es nicht wert. Reden Sie mit mir. Du hast ein Schreiben von unserer Chefin Nanza. Zeig mal her. Sie teilt uns bestimmt die Liefertermine der bestellten Bauteile mit. Verdammt, das hatte ich befürchtet. Die Lieferung muss wieder verschoben werden. Wir haben einfach zu wenig Leute. Ach, das ist mehr als ärgerlich. Aber du kannst nichts dafür. Danke für das Schreiben. Wie heißt du? Gameplayerin. Dann sieh dir das mal an, Gameplayerin Winter. Das ist das erste neu gebaute Schiff seit der Katastrophe. Die Victory. Bei der Katastrophe sind viele Fische abgesoffen. Aber wir arbeiten mit Volldampf am Wiederaufbau der Malstromflotte. Die Victory ist nur der Anfang. Deswegen wollten wir sie möglichst schnell fertigstellen und heuern alle Handwerker an, die wir kriegen können. Trotzdem reicht es vorn und hinten nicht. Es gibt einfach zu viel zu tun. Also falls du uns helfen möchtest, jederzeit. Ja, klar, kein Thema. Alle Klassenstufe 13. Das ist. Ach Mann. Ich will jetzt mal mit rechts auswählen. Mist. Ja, wenn ich helfen kann, dann helfe ich natürlich auf jeden Fall. Ach, wo bleibt der Kerl denn? So langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Fyrrylsmüth, einer unserer Schiffbauer, ist unterwegs, um Bauteile aus Limsa Luminsa zu besorgen. Aber er hätte schon längst zurück sein müssen. Die Fähre, die er nehmen wollte, hat am Kerzenwachtkai angelegt. Ich habe schon nachfragen lassen, aber man will ihn dort nicht gesehen haben. Da ich meinen Posten ja nicht verlassen kann, bitte ich dich, zum Kerzenwachtkai zu gehen und dort beim Fährmann Haltbroda nachzuhaken. Falls er sich weiter dumm stellt, dann beschuldige ihn in aller Öffentlichkeit. Das wird er sich nicht bieten lassen. Okay, beschuldigen. Nachdem ich ja jetzt weiß, wie das alles funktioniert, ist das kein Problem. Ich muss aber ins Westliche, so wie es aussieht. Moment, ich schau mal eben hier nach. Ich muss sogar ins Untere. Okay. Nee, ich bin im Unteren. Hä? Schuld zuweisen. Ach, das ist direkt hier unten. Ja, gut. Okay. Also ich werde mich dann mal aufmachen und werde euch gleich wieder hinzuschalten. So, soll ich dich direkt beschuldigen oder soll ich erstmal versuchen, mit dir zu sprechen? Was guckst du mich so kritisch an? Beschuldigt mich ein Atymbru etwa, ich würde ihm etwas vormachen? Vermutlich. Moment. Du. Jetzt reicht es mir aber. Ich habe wirklich Wichtigeres zu tun, als mich mit Atymbrus wilden Anschuldigungen herumzuschlagen. Eines unserer Frachtschiffe ist vom Sandstrand verunglückt. Ich schwöre beim Grab meiner Großmutter, dass ich nicht weiß, wo Fyrsmüt oder seine Ladung abgeblieben ist. Es könnte sein, dass er auf einem gekenterten Schiff war, aber das lässt sich nur schwer nachprüfen. Zuerst müssen wir klären, wie das Schiff überhaupt kentern konnte, obwohl so viele erfahrene Matrosen an Bord waren. Okay. Dann schätze ich mal, kriege ich jetzt den Auftrag? Ah, ich kriege ein neues Grimoire. Sehr schön. Es fehlt uns an Leuten für eine ausgedehnte Suchaktion. Willst du uns nicht dabei helfen? Es geht schließlich um Leben und Tod. Sag doch einfach bitte. Wir Seeleute suchen das Meer nach Wracktümern ab und für die Küsten stellen wir Abenteurer ein. Am Salzstrand hat noch niemand nachgesehen. Kannst du dort nach Schiffbauer Fyrrylsmüth suchen? Ja, wenn ich weiß, wo ich hin muss. Ach, da oben. Okay. Ja, dann laufe ich da mal wieder hin und ihr kennt das ja.
Das war jetzt eine unheimlich lange und schwerwiegende Reise. Und zwar bin ich durch das Tor gegangen und wir waren dann quasi direkt hier. Du suchst den Schiffsbauer Frühsmüt. Du hast ihn gefunden. Das bin ich. Der erste Schiffbauer Antbrüm wartet auf meine Rückkehr, sagst du. Das wird noch etwas dauern. Unter der Ladung des Schiffs befanden sich wichtige Bauteile für die Victory, ohne die ich nicht zu den Morabi-Trockendocks zurückkehren werde. Sonst wird das Schiff ja nie fertig. Die heftige Karambolage hat die Ladung weit aufs offene Meer hinausgeschleudert, aber die Strömung müsste sie an die Küste getrieben haben. Willst du mir nicht bei der Suche helfen? Finde das Steuerrad, die Takelage und das Segeltuch der Victory und bring sie mit. Aber nimm dich vor den Quiquiren in Acht, die hier am Strand ihr Unwesen treiben. Die verfressenen Biester kennen kein Halten, wenn sie schmackhafte Beute wittern. Und das tun sie bei dir garantiert. Ja, na, das liegt an meiner super schönen, modischen, braunen Robe. Okay, der meint nicht die großen Viecher. Da bin ich schon mal erleichtert. Weil ich mit dem anderen nämlich gemerkt habe, dass die wirklich sehr, sehr viel Schaden machen. Okay, ich habe gerade gesehen, er meinte die komischen Viecher hier rechts. Das war jetzt aber... Nee, das war jetzt leider keiner von diesen Gaunern. Oh, das war so klar. Ichse bin sie nixe. Ichse müsse los, ne? Strandguträuber. Ja, wahrscheinlich werden die mich jetzt direkt angreifen, wenn ich überhaupt hier dran gehe. So, mal gucken. So, drei Sachen waren das. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin. Moment. Nee, gestrandeter Pirat, genau, meine ich doch. Die müssen wir nämlich machen, nicht die Strandguträuber. Ja, ist jetzt halt nur blöd, weil ich genau dahin muss. Und die natürlich jetzt alle hin. Obwohl ich eigentlich ja blöd bin. Obwohl, naja, nee, blöd eigentlich nicht, weil wenn ich das aufhebe, kann es nämlich genauso gut sein, dass mich dann, oder wird wahrscheinlich überall mich dieses Viech angreifen. Ja, genau. Das habe ich mir nämlich gedacht. Nee, da muss ich auf jeden Fall hermetisch bleiben. Sonst hätte ich mich nämlich jetzt versteckt. Wehe, du greifst mich jetzt auch an. Ich bin hier nämlich vieles gewöhnt, dass mich hier alle umlaufenden, also die Umgebung mich hier ständig angreift. Bei allen blindäugigen, kaltblütigen Ungeheuern des Meeres. Bevor ich nicht das Steuerrad, ja, das wissen wir doch schon, haben wir doch alles hier. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber haben wir alles hier, bitteschön. Da tritt mich doch ein Kloakenmull. Den habe ich sogar schon kennengelernt. Du hast tatsächlich die Bauteile der Victory bergen können. Für eine Landratte hast du es wirklich faustdick hinter den Ohren. Ich glaube, ich bin wieder einigermaßen bei Kräften. Ich werde den Arbeitern am Kai einen Besuch abstatten und dann zurückkehren.
Geh du schon mal zu den Morabü, wie auch immer, Trockendocks und erstatte Anspürim Bericht. Sage ihm, dass der alte Seebär Firulsmüt noch am Leben ist und sogar die Bauteile der Victory mitgebracht hat. Ja, kein Thema. Ich sag ihm dann mal, dass ich wieder die ganze Drecksarbeit erledigt habe. Ja, nach da oben müssen wir hin. Okay, dann werde ich mich mal auf den Weg machen und ja, und so weiter und so fort. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Was war denn das bitte für ein Vieh? Boah. Ich dachte gerade, da stürmt jetzt irgendwas Gewaltiges auf mich zu, will mich umbringen. Bin ich jetzt hier überhaupt richtig? Ach so, doch, aber das war drin. Ah, haha. Okay. Na gut. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre direkt hier vorne gewesen. Aber Stabim, das war ja der eine hier. Hi. Verstehe, die Havarie war also kein Unglück, sondern ein Überfall. Hinter solch einer absichtlichen Karambolage können eigentlich nur Piraten stecken, die es auf die Fracht abgesehen haben. Wie auch immer, das Wichtigste ist, dass es den Typen mit dem unaussprechlichen Namen gut geht. Nicht nur, damit die Arbeiten an der Victory ohne Verzögerung beendet werden können. Dafür gebührt dir mein aufrichtiger Dank. Ja, und ein neues Grimoire, bitte. Ich gucke trotzdem mal eben. Da würde sich eh nichts ändern bei den Sachen. 100 scheiß ich drauf, wenn ich mehr magischen Basiswert bekomme. Tadam, tadam, bam, bam. So, welches haben wir denn? Dumm, dumm, dumm. Nee, das war's. So, anlegen. Zack. Haha. Das speichern wir auch mal direkt ab. Zack. Yep. Und sind gar nicht mal... Du gehst auch so. Sind gar nicht mal so weit von Level 14 entfernt. Fällt mir gerade auf. Das ist doch mal schön. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen blöd hingestellt und gedreht. Ich wollte mich eigentlich nur in dieser Folge jetzt von euch verabschieden, weil es geht jetzt hier ruckzuck direkt eine nach der anderen Folge nämlich weiter, so wie es aussieht. Und der Kerl hinter mir braucht mal wieder meine Hilfe, und zwar für die Hauptstory. Wie gesagt, ich nehme nur die Hauptstory auf und dann hin und wieder mal ein bisschen von den Handwerksgilden. Ich muss mal schauen, ich werde die ersten paar werde ich aufnehmen und werde dann mal gucken, wenn sich das jetzt immer wieder sehr stark ähnelt. Also wenn die jetzt sagen, stell dies her, stell das her, dann nehme ich nur 2, 3 auf und werde dann auch sagen, okay, es ist halt immer das Gleiche, kommt ein bisschen drauf an, was man wo besorgen muss. Den Rest werde ich davon dann nicht mehr aufnehmen. Wenn das natürlich, oder wie jetzt zum Beispiel bei der Schurkengilde, wenn die jetzt immer sagen, du musst den und den töten, dann nehme ich das natürlich nicht mehr auf. Wenn die aber verschiedene Aufträge haben, so wie es halt bei den normalen auch ist, dann wird das natürlich weiterhin aufgenommen. Mein Karfunkel ist mich hier gerade irgendwie so ein bisschen am Nerven, weil der Schwanz hier ständig reinkommt. ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, euch in der nächsten Folge wiederzusehen, wenn wir denn wieder mit der Hauptstory weitermachen. Bis dann. Ciao.